herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Und zwar zu den Mods, die am Freitag im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Aufgrund der familiären Umstände war ich leider nicht in der Lage, dieses Video schon am Freitag aufzunehmen und sofort verfügbar zu machen. Daher hole ich das heute nach, und zwar vielleicht ein bisschen in einer verkürzteren Version, da ich auch gerade eben am PC ein Problem gehabt habe und die ganze vorbereitete Szenerie verloren gegangen ist. Also ich kann diesen Save Game nicht mehr starten. Daher machen wir diesmal hier in einem anderen Format. Wir haben heute 28 neue Mods vorzustellen und 8 Updates, mit denen wir auch gleich starten werden. Jedoch, wie immer, möchte ich mich erstmal bedanken bei Flavian, Torben, Ole, Lars, Thorsten, Alles klar, Michael, Schrotti, Silvio, Dustin, Fabi, Tomi, Thomas, Erwin und Sebastian für die Abos. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Das hilft dem Kanal enorm weiter. Falls du noch das Abo nicht geholt hast, dann überlege es dir doch, dieses Abo zu holen. Es hilft dem Kanal weiter und du verpasst keine Mod-Vorstellung mehr und auch keine Folge der Angezockt-Serie zu der Oldstream-Farm mit Oldtimer-Equipment. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an alle neuen Abonnenten und allen Abonnenten, die seit dem Anfang dabei sind. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an alle. Und wir legen auch gleich los mit dem ersten Update. Und zwar betrifft dies natürlich die Oldstream Farm an sich. Die Karte hat ein Update bekommen von Black Sheep Modding. Downloadgröße 218,34 MB, jetzt in der Version 1.0.0.1. Und der Changelog ist ziemlich ausführlich, daher werde ich diese Punkte nicht im Einzelnen durchgehen. Ich werde hier aber auf jeden Fall durchscrollen. Ihr dürft also gerne das Video pausieren, falls ihr nicht genügend Zeit gehabt habt, durchzulesen. Einfach pausieren und in Ruhe die einzelnen Punkte durchlesen und verstehen. In dieser Sache möchte ich auch sagen, wir werden auf jeden Fall mit unserer Angezockt-Serie weiterfahren und natürlich wie gewohnt erstmal am Dienstag und am Donnerstag jeweils um 18 Uhr werden wir weitermachen, wo wir stehen geblieben sind beim letzten Livestream. Wir werden natürlich die Karte updaten, also das heißt, wir werden ein komplett neues Save Game starten, wobei ich natürlich alles vorbereiten werde, so dass wir am selben Ort weitermachen, wie wir aufgehört haben. Also nicht vergessen, Dienstag und Donnerstag 18 Uhr hier auf diesem Kanal. Wir kommen zum nächsten Update, und zwar wird dieses bei Giants als Update angegeben, jedoch ist die Versionsnummer hier die 1.0 mit der Downloadgröße von 2,62 MB und der Autor ist Puma145. Dieses Paket ist natürlich für alle Plattformen und ist natürlich ein Pack von verschiedenen Wasserholstellen, also Brunnen in diesem Sinne. Also ich kann hier keinen Changelog finden und auch nicht auf dem Mod Hub. Auf der Webseite gibt es auch keinen Changelog. Ich weiß nicht, ob das hier sich um einen Fehler handelt. Das nächste Update kommt von W33ZL betreffend das Power Tool. Jetzt in der Version 1.2, Downloadgröße 36 KB und ist für PC und Mac natürlich da ein Skript. Der Changelog sagt, dass eine neue Option zum Spawnen von Logs hinzugefügt worden sei. Es sollte jetzt möglich sein, Bill Vehicle bei Fahrzeugen mit versteckten Fülleinheiten zu verwenden, zum Beispiel LKW mit Flüssigkeitstank. Die Namen der Fülltypen werden jetzt beim Befüllen von Fahrzeugen korrekt übersetzt. Das nächste Update bekommt das Hochleistungsscheinwerferpack von Vanquish 081 mit der Downloadgröße von 1,36 MB in der Version 1.0.1.0 und natürlich für alle Plattformen. Hier sagt der Changelog, ein hohes Modell mit Schalter oder Automatik samt 180 Grad Beleuchtung ist hinzugefügt worden.
ein Modell mittlerer Höhe mit Schalter oder Automatik mit samt 180 Grad Beleuchtung wurde hinzugefügt. Also es gibt jetzt 4 neue Optionen in diesem Pack. Das nächste Update kommt von LandDev zum New Holland SP400F, Downloadgröße 15,82 MB, jetzt in der Version 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Hier sagt der Changelog, dass bei den Konfigurationen die Hauptfarben erweitert worden sind. Auch wurde eine Felgenfarbe hinzugefügt, Rundumleuchten wurden hinzugefügt und Deko-Rundumleuchten seien auch hingefügt worden. FS22 Standards seien auch hinzugefügt worden, nicht möglich vom Anhänger zu füllen, wurde behoben. Schon vor einiger Zeit wurde die Avant Series, also ein modulares Kompaktladersystem von ITS, herausgegeben. Die bekommt jetzt ein Update und zwar mit der Größe 41,97 MB in der Version 1.1.0.1 und für alle Plattformen. Der Changelog sagt, dass hier ein Winterupdate hinzugekommen ist und zwar wurde eine Schneefräse hinzugefügt. Des Weiteren seien kleinere Optimierungen vorgenommen worden. Ein weiteres Update kommt für die John Deere S600er Serie, Herausgeber JHHG Modding, Downloadgröße 57,19 MB in der Version 1.0.0.1 jetzt und für alle Plattformen. Der Changelog sagt, dass die Konsolenversion hinzugefügt worden sei. Die Korntank-Erweiterungskonfiguration ist erweitert worden mit der PowerVolt-Erweiterung. Es wurden neue Leiterketten hinzugefügt, Schläuche für Tanklicht seien hinzugefügt worden, der Joystick-Aufkleber sei behoben worden, Kratzerverbesserungen an US-Teilen seien vorgenommen worden, Mist-Shader wurde behoben und weitere Fehlerbehebungen seien vorgenommen worden. Genau dasselbe gilt für die John Deere S700 Serie, natürlich auch von JHHG Modding mit der Downloadgröße 56,89 MB, auch in der Version jetzt 1.0.0.1 und natürlich auch für alle Plattformen. Hier gilt genau derselbe Changelog wie bei der John Deere S600er Serie wie von eben. Wir kommen zur ersten neuen Mod und zwar betrifft dies das John Deere 622X Mähwerk von Mlode 98, Downloadgröße 4,98 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Mähwerk mit einem Gewicht von 2 Tonnen, einer Arbeitsbreite von 6,7 Meter und natürlich die Arbeitsgeschwindigkeit bei 10 km/h. Preis für dieses Mähwerk 40.500 Euro. Hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Die nächste neue Mod kommt auch von Mlode 98, diesmal mit der Downloadgröße von 41,35 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar betrifft dies das Class Vario Pack und zwar sind das Schneidwerke für den Tucano, den Trion und den Lexion. Wir fangen an, denn dieses Paket beinhaltet 6 Mähwerke. Wir fangen an mit dem Vario 560. Dies hat ein Gewicht von 2,1 Tonne, Arbeitsbreite bei 5,60 Meter und natürlich auch die Arbeitsgeschwindigkeit bei 10 km/h. Kostenpunkt 27.000 Euro. Auch hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Das nächstgrößere ist das 680er. Mit einem Gewicht von 2,3 Tonnen, natürlich einer Arbeitsbreite von 6,80 Meter und den Kosten von 35.000 Euro. Das 39er Mähwerk kommt mit einem Gewicht von 3 Tonnen, natürlich mit der Arbeitsbreite von 9,30 Meter und Kosten von 55.700 Euro. Dann haben wir das 1080er mit einem Gewicht von 3,7 Tonnen, natürlich 10,80 Meter. 80 Arbeitsbreite und dem Preis von 60.900 Euro. Dann kommen wir zum 1230er mit einem Gewicht von 4,1 Tonne, 12,30 Meter Arbeitsbreite und 84.500 Euro Katalogpreis
und zu guter Letzt noch das 1380er mit einem Gewicht von 4,4 Tonnen, einer Arbeitsbreite von 13,80 Meter und zu einem Preis von 89.900 Euro. Wir kommen zur nächsten neuen Mod, und zwar kommt diese von Fett Modding, heißt hydraulischer Gewichtsadapter, hat eine Downloadgröße von 2,28 MB, ist in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar könnte dies eine sehr, sehr praktische Mod sein, wenn man nicht 4 oder 5 verschiedene Gewichte haben will. Also, wir haben zum einen hier, und zwar hier ist zu achten, dass wahrscheinlich die Beschreibung oder die Betitelung der zwei Teile, die das beinhaltet, falsch rum ist. Das ist nämlich das Gewicht und das ist der hydraulische Adapter. Wir fangen erstmal an mit dem Gewicht an sich. Das kommt so daher, hat ein Gewicht von 1,2 Tonnen, kostet 1.500 Euro und hier kann die Standardpalette bei der Farbgebung benutzt werden. Wir gehen jetzt zu diesem Adapter, und zwar kommt der auch mit einem Gewicht von 1,2 Tonnen, kostet auch 1.500 Euro und hat keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Und zwar kann dieses Gewicht so benutzt werden, dass, wenn man ein schweres Gerät hinten angehängt hat, kann man einfach nur mit dem Hebelgesetz das Gewicht weiter nach vorne schieben. Und so kriegt man natürlich eine ganz andere Hebelwirkung beim Erstellen des Gleichgewichtes mit dem hinten angehängten Anbaugerät oder Werkzeug. Wir haben ihn schon gesehen, und zwar den Fendt 500er Favorit. Dies ist die nächste neue Mod, kommt von Moos Agrar mit einer Downloadgröße von 14,21 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor standardmäßig mit 115 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 210 Litern, 50 km/h Maximalgeschwindigkeit und einem Gewicht von 5,7 Tonnen. Preis in der Standardversion 76.000 Euro. Hier gibt es einiges an Konfigurationsmöglichkeiten. Zum ersten Mal, die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Friedestein, Nokian und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich nicht im Einzelnen durch. Bei den Rundumleuchten kann entschieden werden, ob eine Rundumleuchte 1, also die Version 1, hinzugefügt wird links, dann einmal links und rechts. Dann kommt eine zweite Version, die ist dann eben auch links platziert oder links und rechts oder keine Rundumleuchte. Kennzeichen kann angepasst werden in eine obere oder untere Position, falls man dies ausgewählt hat. Es kann ein Teppich im Innern hinzugefügt werden. Des Weiteren kann die Auspuffblende entsprechend verändert werden von schwarz zu chrom. Dann gibt es einen Terminalhalter, der innen drin hinzugefügt wird. Und zwar einmal den Nummer 1, dann den 2er und dann beide zusammen. Des Weiteren kann entschieden werden, ob vorne eine Frontzapfwelle hinzukommen soll. Und dann kann der Frontlader von Hauer oder Quickie hinzugefügt werden. Motorenausführung gibt es den 511C mit 115 PS, dann gibt es den 512C mit 120 PS, den 514C mit 140 PS und den 515C mit 150 PS. Bei den Hauptfarben haben wir die klassischen Fendt-Farben, einmal das Hellgrün, Dunkelgrün, Black Beauty, Petrolblau, Kommunal, Rot und Fendt Weiß. Bei den Felgenfarben haben wir Rot, das Black Beauty, Fendt Weiß und Fendt Beige zur Auswahl. Natürlich kann hier dann auch das Nummernschild entsprechend hinzugefügt werden. Dieser Traktor fügt über Mouse Control und die Türen, die Frontscheibe, die Heckscheibe und die Dachluke zu öffnen oder schließen. Wir kommen zum nächsten Pack, und zwar ist das der Lizard Plattform Anhänger von Hispano. Downloadgröße 30,43 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und wie ihr sehen könnt, beinhaltet dieses Pack 4 verschiedene
Plattformanhänger. Und zwar fangen wir an mit dem P-Grad 85. Ist gemacht für 28 Ballen. Hat ein Gewicht von 4,2 Tonnen. Nimmt Rundballen auf in der Größe von 125 bis 180 cm. Quaderballen nimmt er auf zwischen 180 und 240 cm. Preis in der Standardversion 15.500 Euro. Wir gehen die Konfigurationen einmal durch und danach würde ich die anderen Wagen nur einfach kurz bezüglich der Ballenkapazität besprechen. Und zwar können wir wählen hier die Reifenhersteller zwischen BKT, Continental, Michelin, Nokian, Bredestein und Trelleborg. Dann beim Design kann gewählt werden, ob ein Aufbau vorne, hinten oder beidseitig hinzugefügt wird. Dann gibt es die Version des schrägen Aufbaus. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Dann kann entschieden werden, ob dies ein Autoload-Trailer oder Anhänger sein soll. Wenn ja, dann wird quasi die Rampe hier weggenommen. Die braucht man ja dann nicht. Wenn er manuell beladen werden soll, dann ist hier eine Rampe, die würde dann sich hier hinten einfach hin anhängen. Bei den Kupplungstypen gibt es einmal die normale Kupplung für die Stift, also das Zugmaul, oder die niedrige Anhängervorrichtung mit der Kugel, also für eine Kugelkupplung. Bei den Hauptfarben haben wir die Standardpalette zur Auswahl. Bei der Designfarbe haben wir auch die Standardpalette zur Auswahl, und zwar betrifft die Designfarbe den hinteren Teil des Anhängers. Und natürlich können wir bei der Felgenfarbe auch aus der Standardpalette auswählen. Hier kann natürlich auch ein Nummernschild hinzugefügt werden. Der nächstgrößere, der P-Grad 100, nimmt 32 Ballen in denselben Größen wie eben schon besprochen, wiegt 4,9 Tonnen und kostet 18.500 Euro. Der P-Grad 115 nimmt 36 Ballen, wiegt 5,5 Tonnen und kostet 24.500 Euro. Und dann kommt der Gigant, und zwar der P-Grad 130. Der nimmt sage und schreibe 42 Ballen. Also dies wird also der größte Ballenanhänger sein, der im Spiel dann inkludiert ist. Wiegt 6 Tonnen und kostet 31.500 Euro. Wir kommen zu einem weiteren Gewicht, und zwar kommt dieses von PET mit der Downloadgröße von 0,73 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieses Lizard 1250 kg Gewicht kommt natürlich mit 1250 Kilo. Hier wird angegeben 1,3 Tonnen, kostet 1150 Euro und kann mit oder ohne Anhängerkupplung gekauft werden. Bei der Hauptfarbe kann die Standardpalette ausgewählt werden und die Designfarbe hat ebenso die Standardpalette und betrifft die zusätzliche Anhängerkupplung. Die nächste neue Mod kommt von Raul E. Christi vom VSR Modding Sur Team. Downloadgröße 7,18 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das dieser Trans 70 Anhänger. Hat ein Volumen von 70.000 Liter, wiegt 3 Tonnen, maximales Zuladegewicht von 35 Tonnen und kostet standardmäßig 36.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich natürlich wieder mal nicht durch. Bei der Hauptfarbe haben wir eine erweiterte und eine ziemlich stark erweiterte Standardpalette. Die inkludiert auch Chrom oder metallischer Stahl. Bei der Felgenfarbe haben wir genauso eine erweiterte Standardpalette. Und hier kann natürlich auch das Kennzeichen hinzugefügt werden. Das Praktische bei diesem Anhänger ist, dass man das Transportgut auf eine erhöhte Ebene abladen kann. Es wird also hier nach hinten rausgeschoben, also es ist nicht ein Kippmechanismus, der nach hinten geht, sondern hier kann man zum Beispiel an die BGA hinfahren, hinten dieses Teil hochheben und den Inhalt rausstoßen, quasi in diesen Behälter rein. Sehr, sehr praktisch, ein sehr, sehr praktischer Anhänger.
Ebenfalls von Raul y Christi, natürlich auch dem VSR Modding Sur Team, kommt das nächste Pack, und zwar das Tara Ninja 19.000 oder 33.000er Pack. Diese beiden Überladewagen kommen mit einer Downloadgröße von 10,19 MB in der Version 1.0 und sind für alle Plattformen. Wir haben zum einen den Ninja 19.000, ein Überladewagen mit einem Volumen von 19 Kubikmeter, einem Gewicht von 4,5 Tonnen und braucht 110 PS, um bedient zu werden. Kostenpunkt hier 38.000 Euro. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Friedestein, Lizard und Trelleborg. Und hier kann natürlich auch ein Kennzeichen hinzugefügt respektive geändert werden. Der zweite Überladewagen in diesem Pack ist der Reboke Ninja 33.000. Hat natürlich 33.000 Liter Fassungsvermögen, wiegt 6,9 Tonnen und braucht 210 PS, um bedient zu werden, und kostet 66.000 Euro. Hier haben wir dieselben Konfigurationsmöglichkeiten wie beim kleinen Bruder. Von Black Sheep Modding haben wir den John Deere HX20 mit der Downloadgröße von 6,57 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar ist dies ein Mähwerk mit einer Mulchfunktion, und zwar mit dem Gewicht von 3,4 Tonnen, braucht 75 PS und hat eine Arbeitsbreite von 6,2 Metern. Arbeitsgeschwindigkeit 22 km/h und der Preis in der Grundversion ist 15.000 Euro. Hier können die Reifenhersteller gewählt werden zwischen Mitas und John Deere. Dann kann ein Lichtsystem hinzugefügt werden und es kann entschieden werden, ob eine Mulchfunktion hinzugefügt werden soll. Also dieses Gerät ist ziemlich praktisch, denn man kann es auf der Rasenfläche als Mäher nutzen und auf dem Getreidefeld wird dies als Mulcher verwendet. Auch die Leistungsanfrage von 75 PS ist sehr, sehr angenehm. Das heißt also, hier könnten wir ein gutes Gerät haben, was sehr praktisch für die kleine Farm ist, da man nicht zwei Anbaugeräte kaufen muss, sondern es mit einem dann eben die zwei Funktionen beinhaltet. Wir kommen zu dem Lemken D24 von Adub Modding ABP Team. Downloadgröße 0,37 MB. Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies ein kleiner Pflug mit einem Gewicht von 200 Kilo, braucht 10 PS, hat eine Arbeitsbreite von 1 Meter und arbeitet bei 15 km/h. Kostenpunkt 600 Euro. Dies ist also wirklich ein Pflug für die Kleinstfarm. Also mit einer Arbeitsbreite von 1 Meter braucht man viel, viel Geduld, das Feld korrekt pflügen zu können. Der Stepper FHL 13AK kommt von Nico 73 Modding mit der Downloadgröße von 5,52 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies auch wieder ein Anhänger, der mehrere Funktionen ausführen kann, wiegt 5,4 Tonnen und kostet 54.000 Euro. Hier können die Reifenhersteller gewählt werden zwischen Continental, BKT und Trelleborg, und hier kann das Design geändert werden, und zwar, das ist sehr interessant, von Stammholz zu Rundballen. Achtung, das ist kein Autoload, das heißt, hier muss also mit dem Kran müssen die Ballen oder das Rundholz natürlich entsprechend verladen werden. Wir kommen zur Mod Feldpachtung von KR Softwares. Downloadgröße 26 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Du hast kein Geld, um Felder zu kaufen? Kein Problem, dann pachte doch einfach welche. Bei Pachtbeginn musst du 2% des Kaufpreises für Verwaltung und so weiter bezahlen. Anschließend hast du tägliche Pachtgebühren. Du kannst Grundstücke im Spielmenü pachten. Beachte, dass ein Grundstück auch mehrere Felder besitzen kann und die Feldnummer nicht die Grundstücksnummer sein muss. Also zum Beispiel in diesem Falle hier haben wir bei dieser Farm das Feld 7 und 11
Zudem haben die Grundstücke 36, 41 und 113, das sind Grundstücke, wo keine Felder drauf zu finden sind. Hier in diesem Falle hier ein freies Grundstück. Nehmen wir mal das Grundstück Nummer 10, entspricht dem Feld Nummer 3, hat eine Größe von 40,39 Hektaren. Der Kaufpreis liegt bei 1 Million und ein bisschen mehr. Und der Pachtpreis pro Tag würde dann 20.197 Euro betragen. Dann kann man das hier entweder kaufen oder pachten. Und jetzt kommen wir zu einer riesengroßen Anzahl von verschiedenen Packs, die zur Dekoration von Karten, Höfen und Landschaften dienen können. Und zwar zum ersten das dekorative Felsenpack von Ola Haldor mit einer Downloadgröße von 4,13 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar gibt es hier die verschiedensten Möglichkeiten von Fels- und Steinstücken, die man zur Dekoration hinstellen kann. Wenn wir natürlich bei den Dekorationen schon sind, dann kommen 3 Packs von Alien Gym. Wir fangen an mit dem platzierbaren Fahrzeugpack. Downloadgröße 23,23 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar beinhaltet dies verschiedenste Fahrzeuge, die als Dekoration hingestellt werden können, um ein bisschen Stimmung und entsprechend Realismus hinzuzufügen. Ich glaube, es sind ca. 30 verschiedene Fahrzeuge, die man hier zur Auswahl hat. Also ein Riesenpaket. Viel, viel Spaß damit, eure Farm zu dekorieren. Das nächste Pack von Alien Gym ist das platzierbare Gebäudepack mit der Downloadgröße von 48,61 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies das Pack der platzierbaren Gebäude. Und zwar haben wir hier auch wieder eine riesengroße Anzahl an verschiedenen Gebäuden, die hingebaut werden können. Die können verschieden oder beliebig kombiniert werden. Jede Menge an verschiedenen Gebäuden, die also benutzt werden können. Die Anzahl der verschiedenen Gebäude hier ist 30 an der Zahl und hier kann man natürlich eine schöne Stadt oder kleines Dorf entsprechend dekorieren oder aufbauen. Und dann kommt das größte Pack von den dreien und zwar ist das mit der Downloadgröße von 19,72 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar sind dies 90 verschiedene Objekte, also sei es von Blumen, Töpfen, Eimern, Kisten, Schachbrettern, alles was man eigentlich als Deko-Objekte finden kann, irgendwo auf einer der Standardkarten und natürlich vieles mehr, hat Alien Gym hier zusammengestellt. Sachen, die man einfach überall wieder als dekoratives Objekt hinstellen kann, um Stimmung zu erzeugen. Ganz, ganz herrlich. 90 Stück der Zahl. Enorm. Ganz, ganz cooles Pack hier. Also kreativ kann man jetzt werden. Man hat jetzt genügend Sachen, mit denen man herumspielen kann. Wir kommen zu einem nächsten Pack und zwar ist das von The Lord. Resteverwertung heißt dieses Pack. Downloadgröße 14 KB. In der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Es sind dies 3 verschiedene Fahrsilos, die aber nicht mit Häckselgut gefüllt werden, sondern mit Resten, die man so eben noch übrig hat, wie zum Beispiel Weizen, Sorghum, Hafer und so weiter. Und daraus kann man dann auch Silage erstellen. Wir kommen zu einem Produktionspaket und zwar kommt das auch von The Lord. Downloadgröße 3,8 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar haben wir zum einen mal die Schweinefutterproduktion, wir haben die Mischrationproduktion und wir haben die Silageproduktion. Also man braucht nicht mehr das Keilsilo, sondern man kann dies jetzt über diese Fabrik oder Produktionsstätte entsprechend erstellen.
Das nächste Pack kommt von DH Modding mit einer Downloadgröße von 0,27 MB in der Version 1.0 und ist auch für alle Plattformen. Und zwar ist das das BR Wassertank Set. Es sind das zwei Wassertanks, die entsprechend hingestellt werden können. Zum einen mal diesen hier oder wir haben diesen Turm hier, jeweils eben natürlich, um Wasser abtanken zu können. Wir haben eine weitere Version des Standard-Heulagers, wie es im 19er gefunden werden konnte. Und zwar diesmal auch von der Lord. Downloadgröße 9,8 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar dieses moderne Heulager kostet 90.000 Euro, um platziert zu werden. Unterhalt 40 Euro pro Tag und fast 250.000 Euro. Liter Heu oder Stroh. Für die Freunde der großen Viehwirtschaft, und zwar um Kühe handelt es sich hier, kommt die nächste Mod, und zwar auch nochmal von Raul I. Christi, wieder von VSR Modding Sur Team, mit einer Downloadgröße von 1,57 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen, und zwar ist diese Kuhweide hier, dieses Gebäude, fast 490 Kühe und der Stall braucht also Wasser. Also das ist also keine automatische Bewässerung unterirdisch. Hier muss Wasser hergefahren werden. Hier haben wir natürlich den Kaufpunkt für die Kühe. Dann haben wir die Futterabladestelle und natürlich haben wir hier das Güllefass, wo wir dann die Gülle abtanken können. Preis für den Stall 150.000 Euro, wie gesagt Kapazität 490 Kühe. Passend zu diesem Stall kommt die nächste Mod und zwar von Black Sheep Modding. Und zwar heißt dieses Pack Alter Misthaufen, kommt mit einer Downloadgröße von 1,72 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar haben wir hier verschiedene Misthaufen in der Größe von zum Beispiel 5 Millionen Liter, 3 Millionen Liter und zwar 3 in der U-Form, dann haben wir 2 in der L-Form mit 1,5 Millionen Liter und da haben wir 2 Stück davon. Von Erschaba, auch vom VSR Modding Sur Team, kommt das Low-Cost Silo mit der Downloadgröße von 3,5 MB. In der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar sind dies zwei verschiedene Low-Cost-Silos, einmal für 30.000 Euro und einem Fassungsvolumen von 1 Million Liter je Produkt. Oder die größere Version ist einfach ein bisschen größer gebaut, aber das Fassungsvolumen bleibt genau auch 1 Million Liter je Produkt. Und zwar ist dieses hier das Mehrprodukt-Silo und das andere ist das Getreidesilo. Hier gibt es natürlich noch die entsprechenden Erweiterungen dazu. Einmal die Erweiterung für das Multifrucht-Silo mit einer zusätzlichen Menge von 500.000 Litern und dein Getreidesilo-Erweiterung auch mit 500.000 Liter zusätzlichem Fassungsvermögen. Von Camillos 0397 kommt das Getreidelagerpack mit der Downloadgröße von 14,92 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar beinhaltet dieses Pack zwei verschiedene Lagergebäude für Getreide im europäischen Stil. Einmal diese Version hier, Getreidelager 35x20 Meter. Zum Preis von 35.000 Euro und dann haben wir die 35x32 Meter, das ist diese große hier. Achtung, die drehen sich nur im 90 Grad Schritten, also es ist nicht frei drehbar. Dann haben wir noch zwei Metallschuppen, die dazu kommen, die sind auch nicht frei drehbar, auch die drehen sich nur in den Schritten von 90 Grad. Von DH Modding kommt der ESC großer Schuppen, Downloadgröße 1,49 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar haben wir hier ein Pack von
drei verschiedenen Schuppen. Einmal für 30.000 Euro. Dann haben wir einen für 35.000 Euro. Und der ganz große mit zum Preis von 40.000 Euro. Die nächste Mod kommt von Nicopix. Und zwar die Wasserwindkraftanlage. Downloadgröße 2,38 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist diese Wasserwindkraftanlage unter Generatoren zu finden, kann hingestellt werden und dies generiert dann 480 Euro Einkommen pro Monat. Was ich nicht ganz verstehe, ist hier die Bezeichnung Wasser. Ich weiß nicht, ob man hier auch Wasser abtanken kann. Wir haben noch einen weiteren Fahrzeugunterstand, also einen Shed. Und diesmal kommt dieser von Black Sheep Modding. Downloadgröße 3,66 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dieser Schuppen hier oder diese Halle hier. Ganz einfach 12.500 Euro, Unterhalt 10 Euro pro Tag. Ein ganz einfacher Schuppen. Kommen wir zur letzten neuen Mod, die im Mod Hub am Freitag freigegeben worden ist. Und zwar kommt diese von Kenny456, IfCoordinator und Toxicom. Und zwar ist dies die Wood Harvester Manual Cutting. Und zwar mit der Downloadgröße 21 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Bei diesem Mod wird der Baum nach der Entastung nicht automatisch geschnitten. Sie müssen also die Schneidetaste erneut drücken, um den Stamm entsprechend ablenken zu können. Dies war es schon wieder von der Mod-Vorstellung. Und zwar von den Mods, die am Freitag im Mod Hub freigegeben worden sind. Ich muss mich für das etwas andere Format entschuldigen. Ich hatte ein Problem mit dem Safe Game, das ich vorbereitet hatte. Das ist abgestürzt, konnte es nicht nutzen und wollte trotzdem euch diese Vorstellung nicht vorenthalten. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bitte lasst mir doch euer Like da, falls es euch gefallen hat. Holt euch das Abo ab, wollt ihr keine weiteren Mod-Vorstellungen oder auch keine Let's Plays oder andere Inhalte auf diesem Kanal verpassen, dann möchte ich mich jetzt verabschieden. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle. Danke, tschüss und hasta luego.